Hey Jungs und Mädels, willkommen bei Mr. Walla. Heute geht's um meinen Lieblingsrig. Sehr, sehr interessantes Rig. Kann man mit Mono oder geflochtenem Vorfach binden. Ganz egal, wird ein geiles Video. Bleibt dran. Bei einem Rig, also als Rig bezeichne ich immer das Vorfach, gell? Also die Endmontage sozusagen. Hake, zweite Fanghake, Drilling und so weiter. Das ist bei mir immer ein Rig. Der Rig muss bei mir zwei Sachen beinhalten. Erstens, ganz, ganz wichtig, er muss fängig sein. Also das heißt, er muss so viele Fische wie möglich haken. Das ist ganz, ganz wichtig, gell? Und was noch wichtig ist für mich persönlich, das ist, dass ich die Fische mit dem Rig so wenig wie möglich verletze. Weil da gibt es ganz große Unterschiede. Fische ich einen großen Haken, was für eine Form hat der Haken? Fische ich einen kleinen Haken? Fische ich einen Drilling? Welche Spitze hat der Haken? Das ist alles ganz, ganz wichtig. Jetzt zeige ich euch mal meinen Lieblingsrig. Weil in Zeiten von Catch and Release, also wenn wir die Fische fangen und sie wieder zurücksetzen, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass wir darauf achten, dass wir beim Fisch so wenig wie möglich Schaden anrichten. Und zwei Hake, das sind gleich zwei Einstichlöcher. Ihr kennt es, die entzünden sich teilweise, die vereitern deswegen. Besser ist immer ein Einhakesystem, ganz klipp und klar. Was eine ganz, ganz geile Montage ist und was ich super cool finde, dass sich das in den letzten Jahren so durchgesetzt hat, das ist ganz einfach. A Herwig, das bedeutet, ich nehme hier meinen Fanghaken, den größeren Haken, und das hier ist der Haltehaken vom Köderfisch. Und dann kann ich das über dem Karpfen angeln mit MH verlängern, so wie ich das mag. Das ist quasi der Fanghaken und das ist der Haltehaken vom Köder. Dann kann ich hier ein bisschen variieren in der Länge. Finde ich ganz geil, macht auch sehr wenig Schaden beim Fisch. Aber noch geiler ist es natürlich, wenn es nur ein Haken ist. Und deshalb zeige ich euch jetzt, wie ich das mache. Ich fische ein Haken und befestige die Köder mit Draht. Kann für den einen oder anderen interessant sein auf jeden Fall. Ich nenne das Rig Mr. Wallerig, dass ich auch mal irgendwas Produktives erfunden habe. Nee, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das viele von euch schon gemacht haben, so ein bisschen rumexperimentiert mit Draht und so weiter. Ich habe das als kleines Kind auch schon gemacht. Mein Opa hat mir das schon gezeigt, dass man viel mit Draht arbeiten kann, um den Winkel vom Hake zum Köder und den Abstand gut einzustellen. Ich nenne es trotzdem einfach Mr. Wallerig. Ich zeige euch jetzt, wie ich das mache. Wenn ich sage Draht, dann denken viele von euch bestimmt an so ein Blumendraht, an so ein Bindedraht oder so irgendwas. Das kann man im Notfall auch machen. Dieser Draht ist sehr suboptimal, weil er viel, viel zu leicht zu biegen ist, gell? Ein kleiner Tipp von mir, jeder Kieferorthopäd hat mega, mega geilen Draht. Ganz, ganz dünner Draht, der ultra steif ist, biegsam ohne Ende. Also, wenn ihr einen richtig guten Draht wollt, dann müsst ihr einen guten Draht zu einem Kieferorthopäde haben. Ich habe mir hier so ein paar Drähte schon vorgebogen, gell? Das ist immer so Wochenendarbeit oder nach Feierabendarbeit. Ihr kennt es ja alle, Vorbereitungszeit. Ganz wichtig ist, man ist nicht daheim bei seiner Frau. So, während er sich jetzt die Montage bindet, könnt ihr ja mal bei uns auf der Homepage vorbeischauen, www.zeckfishing.com. Im Online-Shop, dort bekommt ihr alles, was ihr zum Wels- und Raubfischangeln braucht. Alles das hier, was auf dem Tisch liegt, bekommt ihr bei uns im Online-Shop. Also ganz, ganz wichtig ist die Form vom Haken. Hier haben wir einen Striker in zwei verschiedene Größen. Das ist absolut mein Lieblingshaken, der Mr. Waller Haken, gell? Wirklich von Haus aus eine sehr, sehr scharfe Spitze. Mega geiles Teil, sitzt perfekt. So, dann haben wir hier Drillinge. Das sind unsere traditionellen Triple Hooks. Beim Drilling ist es ja ganz wichtig, die Größe. Umso kleiner, umso besser, finde ich. Umso weniger Schaden richtet da im Wallermaul an. Ich habe mir hier so ein paar Drähte schon vorgebunden, vorgebogen. Ihr seht ja, das ist so einmal ein Teil, das ich direkt aufs Vorfach machen kann, also aufs Mono oder geflasht. Und das hier ist so Korkenzieherform für auf der Hake drauf. So, also hier habe ich so dieses Korkenzieherteil. Das kann ich ganz einfach so auf der Hake aufwickeln. Gell? Und dann kann ich mir das zum Schluss ein bisschen biegen, wie ich will. Mit so einem Sleeve, der dann drüber kommt, hält das ganze Teil. Im Moment kann man es noch ein bisschen rutschen. Hier kann ich dann auch noch Vorfach gut draufbinden. Das kann ich genauso in die Rille reinlegen von dem Korkenzieher. Optimal. So benutze ich das jetzt zum Beispiel direkt als Systemhake. Zeige ich euch gleich mal. So, und dieses ganze Korkenzieherteil, das schaut dann so aus. Kann ich so direkt auf der Hake drauf machen. Und die andere Schlaufe, wo ich hier vorne so kleine Öse gebogen habe, die kann ich aufs Vorfach drauf machen. Ich werde jetzt mal so Rig binden in zwei verschiedene Montage. Einmal als Herr, also als Einzelhake im Köderfisch, und einmal als Systemhake, wo der Einzelhake dann quasi den Drilling ersetzt. Auch ganz wichtig, wenn Fische ganz vorsichtig beißen oder die Köderfische hinten nehmen
Oft ist es so beim Wels, ich würde sagen, vielleicht sogar zu 90%, dass der Wels genauso wie ein Hecht eigentlich versucht, den Köder am Kopf zu packen, einzusaugen und dann unter gegebenen Umständen auch zu klemmen. Aber ich sage, zu 90% versucht er, den Kopf zu erwischen. Ganz, ganz vorsichtige Fische nehmen den Köderfisch auch ganz hinten oder im hinteren Teil und versuchen ihn dann so von der Montage zu zupfen oder versuchen mal, ist das Spiel hinten dran. Da ist es als ganz wichtig, dass ein Hake im Heck sitzt vom Köderfisch. Benutze ich auch kein Drilling, mache ich auch im Einzelhake. Zeige ich euch jetzt. Ich binde jetzt die Montage und dann zeige ich euch das an einem toten Köderfisch, wie ich die Montage einsetze. Ich glaube, so versteht man es am besten und so ist es am wildsten, würde Martin jetzt sagen. Diese Silent Leader, da, das ist eigentlich mein absolutes Lieblingsvorfach. 1,1 mm, mega geiles Vorfach, wirklich smooth and silent, also leise, mega geiles Vorfach, so wie man sich das vorstellt. So. Ein ganz normaler No-Knot-Rig, also ohne Haken. So. Jetzt seht ihr das ganze Teil. Und um das noch einmal zu versteifen, jetzt halt einfach, dass ich hier nichts verdrehen kann, gell, mache ich jetzt nochmal einfach so das Leaf drüber. Schönes kleines Leaf. Wer gut schmiert, der gut fährt. So, sieht das ganze Teil jetzt halt aus, wenn ich es als Naseköderung mache. Also die Köderfisch hängt dann quasi mit der Nase hier drin. So, was ganz, ganz wichtig ist bei diesem Teil jetzt halt, das ist der Abstand. Der Abstand ist viel, viel geringer wie beim Hairwick. Wenn ich jetzt im Hairwick zum Beispiel fischen würde, dann seht ihr, dann wäre der Hake mal mindestens hier, gell? Dann wäre es schon ganz, ganz eng zusammengebunden, das ganze Teil. Aber dann habe ich hier zwischen Köderfisch im Vergleich zu dem Mr. Ballerick jetzt mit dem Draht immer noch 3 cm mehr. Und 3 cm ist verdammt viel einfach. Beim Scharfschütze, wenn der 3 cm vorbeischießt, Alter, hat er vorbeigeschossen. Und beim Waller ist es genauso, gell? Wenn der Hake um 3 cm nicht greift, dann greift er nicht und man hat einen Fehlbiss kassiert. Ganz einfach. So, ihr seht jetzt halt hier, das ist die Drahtschlaufe, wo ich dann so meinen Köderfisch einhängen kann. Später, gell? Wenn ich jetzt hier Hairwick gemacht hätte, ihr seht jetzt nochmal einen kleinen Haken für den Köder. Egal wie eng, dass ich das zusammenbinden würde, das wäre das Minimalmaß, wo ich das Hairwick zusammenbinden könnte. Und ihr seht aber, das sind immer noch 3 cm Unterschied. Also der Köderfisch beim Hairwick hängt vom Fanghaken 3 cm mehr weg. Der kleine Hake sitzt beim Hairwick, ihr kennt es aus eigener Erfahrung, nur ganz, ganz selten, gell, weil der Hake oft so klein ist, dass alles, was irgendwie greifen kann, schon vom Köder ausgefüllt ist. Also wenn jetzt hier ein Köderfisch draufhängen würde und dann hätte der Hake vielleicht einen halben Zentimeter Spiel, um greifen zu können. Deswegen hängen ganz, ganz wenige Fische auf dem Köderhake. Sondern der Sinn ist ja eigentlich von dem Zwei-Hake-System, dass der eine Hake den Köder fixiert und der andere Hake, der Fanghake, dass der greift. Ja, ihr seht hier diesen Längeunterschied. Und jetzt bin ich mit so einem Systemhake noch einmal ein System, wo dann der Köderfisch im hinteren Bereich festgemacht wird. Das zeige ich euch beides. Dazu brauche ich jetzt noch einmal diese andere Spange mit diesem kleinen Öhr hier hinten dran, dass ich das Ganze aufs Vorfach drauf machen kann. Dann sieht das Ganze später so aus. Der Köderfisch wird im Maul gehakt und der Fanghake kommt nach hinten in den Köderfisch. Zeige ich euch gleich. So, und das ist jetzt quasi der Einzelhake. Und jetzt mache ich das Ganze noch einmal, dass ich dieses Teil für einen Systemhake benutze. Gell? Ganz easy going. Da mache ich zwei so Schnurstopper mit drauf. Erst einen Schnurstopper, um das Ganze vom Abstand her einzuhalten. Ich sage Schnurstopper, gell? Eigentlich nennt man das Mainline Stop auf Neudeutsch. Mega geil. Mainline Stop. Oh. Jetzt kann ich mir das mit Abstand her herstellen. Und noch mal einen Schnürstopper oben drüber, dass es nicht verrutschen kann. So, jetzt kann ich hier den Köderfisch einhängen von der Schnauze und hier hinten den Systemhaken im Heck. Zeige ich euch jetzt gleich mal. So sieht das ganze Teil jetzt als System aus. Also diese Hake kann ich nehmen, um hinten in der Forelle einzuhängen oder generell in welchem Köderfisch auch immer. Wichtig ist halt immer, dass wenn ich mit Draht fische, dass der Köderfisch eine harte Mundpartie hat. Ihr seht es ja bei der Forelle, ist das Alex extrem verknöchert hier vorne. Gell? Bei Karpfen funktioniert das auch ganz gut. Es gibt natürlich auch Köderfische wie Praxe zum Beispiel, die reißen viel zu schnell aus. Da kann man das nicht benutzen. Durch die Nase durch. Gell, ihr seht es hier. So, dann kann ich das Ganze einfach hier einhänge und dann habe ich jetzt den Vorteil, dass ich vorne keinen Hake habe. Und der Systemhake, quasi das zweite Teil, das kann ich jetzt einstechen, wo ich will.
Ich setze ihn jetzt mal hier nach der Afterflosse irgendwo, mache ich mal einen kleinen Stich mit dem Haken als Führung. Draht durch. So. So fische ich das Ganze jetzt, hat gell, diesen Systemhaken, den kann ich hängen, wo ich will mit dem Draht. Den könnte ich auch ganz hinten in der Flosse befestigen, vorne dieses ganze Teil. Und könnte jetzt auch vorne eine ganz normale Haken noch dazu binden, dass ich zwei Anbissstellen habe. Gell, aber ich habe halt die Erfahrung, entweder packt der Fisch den Köder am Kopf und schlingt ihn runter, oder ein ganz vorsichtiger Fisch kommt halt von unten, wenn der Köder so im Wasser steht. Und dann ist natürlich besser, wenn der Haken hinten sitzt und dann kann er, hat er den Haken wirklich gleich mit drin. Im Maul auf jeden Fall. So, das war jetzt mal die eine Montage. Jetzt zeige ich euch noch, wie ich das anders da einhängen würde. Und so sieht die ganze Montage aus, wenn ich die im Maul fische. Ich steche sie ganz einfach hier durch die Nasenpartie durch, diesen Draht. Hängen hier vorne wieder ein. So, und dann sieht das ganze Teil so aus, gell? Und jetzt hat man halt wirklich einen Abstand vom Haken zum Köder ganz, ganz minimal. Auf jeden Fall kürzer wie mit einem Hering. Und vor allem ist es natürlich auch so, dass der Haken jetzt vorne einen ganz anderen Winkel hat und viel besser greifen kann. Wer jetzt denkt, es geht leicht abzuziehen, das stimmt nicht. Da verbiegt sich eher der Draht, wie das die Nase reißt. Also da hat der Fisch wirklich viel zu tun, um das zu schaffen. Also jetzt bei lebenden Köderfischen macht das Anhängen, gell? Das ist ein bisschen Übungssache, dauert natürlich auch beim ersten Mal ein bisschen länger, bis man mal so den Trick raus hat, wie kann ich den Köderfisch richtig nehmen, dass ich ihn nicht verletze, sodass er danach auch noch topfit ist. Aber nach dem ersten, zweiten Mal hat man das ganz gut raus, wie das funktioniert. Und dann finde ich den Rig eigentlich wirklich mega, mega geil. So, ihr seht, das und das hier sind jetzt quasi der gleiche Rig. Wenn ich den Haken nach hinten setzen will, könnte ich jetzt auch hier noch einmal einen Haken machen, hätte ich zwei Anbissstellen. Aber ansonsten wird das ganze Teil so aussehen. Vorne diesen Draht einhängen, kann ich schön verstellen, je nach wie groß das mein Köderfisch ist. Also das Vorfach kann ich wirklich für alle Größe verwenden. Super fängig, das ganze Teil. Und schonend für den Fisch, ganz, ganz wichtig. Jungs und Mädels, wenn euch das Video gefallen hat und informativ für euch war, dann lasst doch bitte einfach ein Like da, Daumen nach oben, abonniert den Kanal, also drückt oben auf die Glocke und so seid ihr live dabei bei dem, was als nächstes bei Mr. Waller passiert. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal am Wasser und wünsche euch bis dahin eine geile Zeit. Ciao!